Polarlichter über Kirkenes in Nordnorwegen. In Form von leuchtenden grünen Schlieren ziehen Polarlichter über den sternklaren Nachthimmel, tanzend wie Schleier im Wind. Zunächst sind sie nur schemenhaft zu erkennen, wirken wie träge, dahinfließende Flusswasser in einem Meer von Sternen. Während am unteren Bildrand langsam der zunehmende Sichelmond untergeht, verändert sich die Struktur des Lichts. Es verdichtet sich zu leuchtenden Filamenten, die das gesamte Land überziehen. Das Polarlicht auf der Nordhalbkugel wird auch als Nordlicht oder Aurora Borealis bezeichnet. Die hier gezeigte Aufnahme stammt aus Kirkenes an der russischen Grenze in Nordnorwegen und ist eine sogenannte Fischei-Aufnahme mit einem Blickwinkel von 180 Grad. Dadurch ist der Aufnahmeort als Rundbild zu erkennen, welcher sich in Form von Nadelbäumen und schneebedecktem Boden zeigt. Die gesamte Sequenz ist eine Zeitrafferaufnahme, die 3,5 Stunden umfasst. Ein helleres Band bildet sich heraus, zwei weitere erscheinen und verschwinden in gegenläufigen Bewegungen. Polarlichter entstehen durch energiereiche Teilchen der Sonne, die mit der Erdatmosphäre wechselwirken. Obwohl der letzte Sonnensturm 3 Tage zurücklag, kommt es in dieser Nacht an meinem Geburtstag regelrecht zu einer Aurora-Explosion. Binnen 12 Sekunden formt sich ein großes grünes S mit einem rosa Schimmer, das den gesamten Himmel überquert und sich zum Horizont hin wieder auflöst.